ein Wegweiser zum Superhimmelsrennen. Dann ist der Start offenbar oben auf dem Berg. Wir sind fast da. Falke, flieg! Oh oh, diese großen Eiskristalle brechen gleich auseinander. Pass auf! Ja! Blaze? Alles in Ordnung? Oh, ja, ich glaub schon. Mann, der Berg ist ja voll mit Eiskristallen. Und da bricht schon wieder einer ab. Ja! Wie sollen wir denn jetzt zum Rennen hochfliegen? Es gibt nur eine Möglichkeit, um an den Eiskristallen vorbeizukommen. Wir müssen sie zertrümmern. Mit meinen Falkenkrallen. Falken haben starke Krallen, um bei der Jagd die Beute zu greifen. Mit diesen Krallen könnte Blaze die Eiskristalle zertrümmern, bevor sie auf uns herabstürzen. Festhalten, ihr zwei. Jetzt ist Krallenzeit. Ja. Juhu! Oh, pass auf! Da stürzen wieder 4 Eiskristalle ab. Und nochmal 2. Wie viele Eiskristalle sind es jetzt insgesamt? 6. Zählt mit uns bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geschafft! Seht doch mal, da ist es ja, das Superhimmelsrennen. Seht nur, da ist Blaze. Und er sieht jetzt wie ein echter Falke aus. Hey, Blaze, fliegst du das Rennen jetzt mit? Na klar, und ob? Ja! Hast du da nicht etwas vergessen, Blaze? Du kannst gar nicht mitmachen, weil du nämlich gar nicht fliegen kannst. Oh doch, das kann ich, Thunderwing. Weil ich nämlich ein Falke bin. Tja, das wollen wir doch erst mal sehen. Okay, Rennflieger. Auf die Plätze. Fertig. Fliegt! Oh, ja! Yeah. Wow! Gut geflogen, Mann! Du hast es echt drauf! Ich hab's doch gewusst. Mich kann keiner besiegen. Denn ich bin Thunderwing. Blaze ist jetzt vor mir? Oh nein, nein, nein. Ich darf ihn nicht gewinnen lassen. Überholt. Und seht mal, er ist auch schon fast im Ziel. Kommt mit, wir können ihn noch schlagen. Ich muss einfach nur super schnell fliegen mit Turbo Speed. Jaha! Damit ich super schnell werde, ruft Deep Speed. Deep Speed! Thunderwing! Oh ja! Yeah. Wir haben gewonnen! Falke Blaze hat es geschafft! Er gewinnt das Superhimmelsrennen! Ja, Blaze! Gut gemacht! Ja. Du warst echt ja. Super! Ich danke euch allen! Hey, du! Da kommt Thunderwing! Ich hab dir was zu sagen, Blaze! Gratulation! Du bist wirklich ein grandioser Flieger. Danke, Thunderwing. Hey, Freunde, wir fliegen noch eine Runde. Wollt ihr mitkommen? Klar! Ja! Wir sind gleich bei euch. Sehr schön! Hey, wartet auf mich! Ich muss mächtig hungrig sein, wenn mein Bauch schon so grummelt.
Moment mal, das ist gar nicht mein Bauch. Scheibenwischer, pass auf, Käbchen! Nichts passiert, mein Kleines, ich hab dich. Blaze, Achtung! Stala und die Kühe sind ganz weit drüben auf der anderen Seite. Mo! Mo! Armes Kälbchen. Wir müssen es zurück zu seiner Familie bringen. Ich weiß was. Wir können doch die Luftströmung nutzen, um darüber zu fliegen. Luft hat auch Strömungen. So ähnlich wie die im Wasser. Also brauchen wir etwas, das auf dem Luftstrom gleiten kann. Bauen wir ein Hängegleiter. Super! Alle schön festhalten. Jetzt gleiten wir auf den Luftströmungen dahin. Ho, 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 ja! Das machst du super, Blaze. Wow. So ein Rostfleck. Das sind keine warmen Luftströme. Das sind kalte Luftströme. Oh, oh, die kalte Luft drückt unseren Hängegleiter nach unten. Jetzt fliegen wir zu tief, um es auf die andere Seite zu schaffen. Helft mir, nach warmer Luft zu suchen, damit unser Hängegleiter nach oben steigt. Wenn ihr eine Strömung aus warmer, roter Luft seht, ruft: Warme Luft! Durch die warme Luft sind wir höher gestiegen. Aber wir müssen noch viel höher, um das Kälbchen zu seiner Familie zu bringen. Wenn ihr noch eine Strömung aus warmer Luft seht, ruft: Warme Luft! Warme Luft! Und hoch! Wir sind gleich da, meine Kleine. Wir müssen nur noch etwas höher kommen. Bei der nächsten Strömung aus warmer Luft ruft wieder: Warme Luft! Warme Luft! Ja! Wuhu! Seht ihr? Wir haben's geschafft! Jeha! Guter Flugpartner! Kommt mit, alle Mann! Folgt uns! Was hast du, Kälbchen? Mau! Mau! Das ist Stalas Ranch. Und da ist die Scheune. Ja! Hui! Wir sind da! Also dann, Kühe. Bereit für euer neues Zuhause? Na dann, bitte eintreten! Deine Scheune ist perfekt für die Kühe. Hey, Kälbchen, das macht Spaß, was? Ich glaube, das heißt in der Kuhsprache Danke. Oh, ist doch gern geschehen, mein Kälbchen. Okay, Tiere, Zeit für eure Keine Sorge, mein kleines Zebra. Wir retten dich schon. Gern geschehen, meine Lieben. Seht mal, unsere Freunde kommen. Ich hab's geschafft. Und
Und gerade rechtzeitig. Da sind immer noch einige Tiere zu retten. Dann los, Roboter! Alle an die Arbeit! Blaze, da sind wohl noch mehr Tiere in Schwierigkeiten. Ich glaube, das kam von da drüben. Rostfleck, seht doch! Die armen Affen, die müssen wir auch noch retten. Aber die sind so weit weg. Ich muss meine kräftigen Roboterbeine benutzen, um über dieses Lavafeld zu springen und sie zu retten. Ja, und wir können dir dabei helfen. Wir programmieren dich. Beim Programmieren gibt man einer Maschine Befehle, die sie tun soll. Um zu dem Affen zu kommen, könnten wir Blaze so programmieren. Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung vorwärts. Aber kommt Blaze damit zum Affen? Nein, mit der Programmierung kommt Blaze zu dem Stein. Aber da sitzt der Affe nicht. Versuchen wir mal andere Befehle. Probieren wir Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung links. Bringt das nun Blaze zum Affen? Ja, auf dem Stein sitzt der Affe. Unser Programm geht also los, Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung links, Stopp! Los, Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung links und Stopp! Gleich bist du in Sicherheit, Kleiner. Hüpf auf mich drauf. Wir müssen noch deinen Freund da drüben retten. Mal sehen, ob er so dahin kommt. Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung nach links. Führt dieses Programm Blaze zum Affen? Nein, da sitzt der Affe gar nicht. Probieren wir andere Befehle. Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung rechts. Bringt das Programm Blaze zum Affen? Ja! Jetzt weiß Roboter Blaze genau, was er tun soll. Ich bin programmiert. Los, Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung vorwärts, Sprung rechts und Stopp. Geschafft, alle gerettet. Haltet euch gut fest, Affen. Jetzt bringen wir euch in Sicherheit. Super gemacht, Blaze. Alle Tiere sind in Sicherheit. Tschuui! Wenn wir doch nur irgendwie den Vulkan zustopfen könnten! Ja! Dann bräuchten die Tiere nie wieder solche Angst zu haben vor der Lava! Ja, das stimmt! Aber wo finden wir etwas so Großes, um damit den Vulkan zuzustopfen? Oh, vielleicht mit großem Steinfundsäck! Wow! Bei meinen Stoßdämpfern, der ist perfekt! Leute, wenn wir den Vulkan zustopfen wollen, dann sollten wir es lieber schnell tun! Denn gleich bricht er wieder aus! Kommt, Roboter! Es wird Zeit für den Turbo-Speed! Damit wir turbo-schnell werden, ruft Heap Speed! Heap Speed! Wisst ihr was? Ihr fast zu Hause. Da ist der T-Rex-Felsen. Zum T-Rex-Felsen geht's da lang. Roboter, Power! Power!
Seht euch das an! Der Sumpf ist voller Blubberblasen! Oh, Sekt will Babys zeigen! Babys lieben Blubberblasen! Guckt, Babys! Babys? Babys! Prost, Fleck! Sie sind auf den Blubberblasen eingeschlafen und jetzt fliegen sie davon! Die Blubberblasen fliegen immer höher. Wie sollen wir sie bloß retten? Ich weiß wie. Wir können doch mit unseren Roboterbeinen super hochspringen. So kommen wir zu ihnen nach oben. Oh, das ist ein guter Plan. Macht mit. Geben wir den Robotern Anweisungen, damit sie zu den Kleinen hochspringen können. Wir werden sie programmieren. Um zu Baby Stumpy zu kommen, könnten wir Blaze und Zack diese Befehle geben. Hochspringen, hochspringen, hochspringen. Kommen Blaze und Zack mit dem Befehl zu Stumpy? Nein, der Befehl führt sie zu der Blase. Da ist Stumpy aber nicht. Versuchen wir es mal anders. Hochspringen, hochspringen, Sprung nach links. Führt der Befehl sie zu Stumpy? Ja, so kommen sie zu Stumpys Blubberblase. Jetzt haben wir unser Programm. Los! Hochspringen! Hochspringen! Sprung nach links und Stumpf! Stumpf, Stumpf, Stumpf! Du jetzt in Sicherheit, Baby Stumpf! Und jetzt retten wir deinen Bruder, Baby Mumpy! Wir kommen, Mumpy! Mal sehen, ob uns diese Befehle zu Mumpy bringen. Hochspringen, Sprung nach links, hochspringen! Bringt uns das zu Mumpy? Ja! Yeah! Unser Programm ist richtig! Los! Hochspringen! Sprung nach links! Hochspringen und stopp! Oh, wir freuen uns auch, dich zu sehen, Mumpy. Jetzt müssen wir nur noch einen Baby T-Rex retten. Baby Quieki! Keine Angst, Quieki! Roboter kommen! Hochspringen, Sprung nach rechts, hochspringen, Sprung nach rechts! Bringt uns das zu Quieki? Ja! Das ist unser Programm! Na dann, los! Hochspringen! Sprung nach rechts! Hochspringen! Sprung nach rechts und stopp! Quieki, du nun in Sicherheit. Seht nur, wie sich unsere Baby-Dinos freuen, dass sie wieder zusammen sind. Und seht mal, da ist der T-Rex-Felsen. Ich bin so glücklich. Sind jetzt zu Hause. Ach, das haben wir doch gerne gemacht. Und wir werden euch nie vergessen. Hab dich lieb. Oh, Zack hat dich auch lieb. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, 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 Gucci. Blaze, pass auf! Oh nein! Wie kommen wir an den Sturmwolken von Crusher vorbei? Wir schaffen das schon, AJ. Wir müssen nur rausfinden, in welcher Reihenfolge wir uns bewegen müssen. Wir brauchen ein Muster! Ja! In der ersten Wolke sind immer Wirbelstürme. Über die kann Blaze rüberspringen. Dann kommen Rieseneiszapfen. Ich wette, die kann Blaze einfach zerschlagen. Und zuletzt kommen die Blitze. Aber an denen kommt Blaze vorbei, indem er schnell ausweicht. Springen, zerschlagen, ausweichen. Das ist das Muster. Zeit für das Muster. Springen, zerschlagen, ausweichen. Springen, zerschlagen,
Ausweichen! Springen! Zerschlagen! Was kommt jetzt? Ausweichen! Ja! Das Muster funktioniert! Helft uns! Machen wir weiter! Springen! Zerschlagen! Ausweichen! Springen! Was kommt jetzt? Zerschlagen! Und ausweichen! Oh. Ruf das Muster mit uns! Springen! Zerschlagen! Ausweichen! Springen! Zerschlagen! Ausweichen! Was kommt jetzt? Springen! Zerschlagen! Und was kommt zuletzt? Ausweichen! Ja! Wir haben's geschafft! Und seht mal, da drüben ist der Sonnenstein! Wir sind nah dran! Aber Crusher ist noch näher dran! Es gibt nur eine Möglichkeit, vor Crusher beim Sonnenstein zu sein. Es wird Zeit für den Turbo Speed! Damit ich Turbo schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Gleich hab ich den Sonnenstein. Geschafft! Und jetzt ganz schnell mit dem Sonnenstein zurück zu Brüllhart. Oh, armer Brüllhart. Oh, seht doch, sie sind zurück. Und sie haben den Sonnenstein. Es wirkt schon. Er verwandelt sich zurück. Wow! Ja! Brüllhart, du bist keine Statue mehr. Ich hab euch vermisst, meine Freunde. Und euch beiden, Blaze und AJ, meinen herzlichsten Dank. Ist gern geschehen, Brüllhart. Wir sind nur froh, dass du wieder ein echter Löwe bist. Und nicht irgendein Löwe. Ich bin ein fliegender Löwe. Kommt, Freunde, fliegt mit mir. Wow. Wir fliegen. Wir können fliegen. Mit dem Wind und segeln durch die Luft. Das ist Brüllhart, Brüllhart, der fliegende Löwe. Das ist Brüllhart, Brüllhart, der fliegende Löwe. Ladies and Gentletrucks, seid ihr alle bereit fürs Piggy 500 Rennen? Wir sind bereit! Wir sind total bereit! In wenigen Minuten werden wir erfahren, welches Team genug Speed und auch Schweineschmalz hat, um diesen wunderhübschen Pokal zu gewinnen. Entschuldigung, aber ich und Slop, wir sind das einzige Team hier und deshalb sind wir vermutlich wohl auch die Gewinner. Sie können uns den Pokal also gleich überlassen. Entschuldigung, aber Sie können nicht einfach... Netter Versuch, ihr Schummler. Aber wenn ihr den Pokal wollt, dann müsst ihr schon gegen uns antreten. Also dann, Leute. Alle Rennfahrer und alle Rennschweine an die Startlinie. Das ist ja eine tolle Idee, Zippy. Blaze, AJ, wollt ihr mit uns das Rennen fahren? Komm schon, Blaze, wir machen mit. Okay, fahren wir ein Rennen. Jahu! Auf die Plätze!
nicht mehr lange. Blaze, Dala und Zippy liegen dicht hinter ihnen. Was? Sie liegen dicht hinter uns? Oh, na los, Slop. Tun wir, was wir am besten können. Schummel. Oh, passt auf! Oh nein, sie haben die Brücke zerstört. Macht's gut! Diese Schummler! Oink, oink. Wir können zwar nicht rüberspringen, aber vielleicht können wir uns stattdessen ja rüberschwingen mit einem Pendel. Ein Pendel! Kommt sofort! Helft mit, das Pendel zu schwingen. Ruft Pendel! Pendel! Zippy dachte, er wird Erster, doch nun wird er nur Letzter. Trucks. Die Gewinner des Piggy 500-Rennens sind Starla, Blaze, AJ und das unglaublichste Rennschwein der Welt, Zippy! 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 Kommt, helft mir, mich in einen Bagger mit einem Presslufthammer zu verwandeln. Zuerst brauchen wir den Keil. Das ist das Teil mit dem spitzen Ende, das die Steine zerteilt. Um den Keil zu machen, ruft... Keil! Keil! Okay, jetzt brauchen wir einen Kolben, der hoch und runter geht und gegen den flachen Teil des Keils schlägt. Um den Kolben zu bauen, ruft Kolben! Kolben! Sehr gut! Und als letztes brauchen wir einen Schwenkarm, der kräftig genug ist, den Presslufthammer zu bewegen. Um den Schwenkarm zu bauen, ruft Schwenkarm! Schwenkarm! Oh ja! Ich bin eine Presslufthammer-Monstermaschine! Oh. Auf geht's, Freunde! Zertrümmern wir ein paar Steine! Halte durch, Ei! Zack und seine Freunde kommen! Damit wir hoch zum Ei kommen, müssen wir die Steine zertrümmern, die auf uns zurollen. Also, wenn ihr einen Stein seht, ruft Stein! Stein! Ja! Es hat geklappt! Zack glaubt, noch mehr Steine kommen! Putz sie weg! Das tun wir! Wenn ihr noch einen Stein kommen seht, ruft Stein! 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 Seht, da ist das Ei. Ja, yeah, geschafft. Oh, Eichen. Zack, passt auf, dass dir nie mehr was Schlimmes passiert. Kommt, Leute. Beeilen wir uns und bringen das Ei nach unten in Sicherheit. Ihr habt das Ei wirklich gerettet. Das war echt unglaublich. War das nicht unglaublich, Crusher? Ja, aber es war meine Idee, dass sie da rauffahren und es retten. Also bin ich irgendwie auch ein Held, oder? Nein. Hey, Leute, seht doch mal da drüben. Oh, Eichens Nest, Eichens Nest. Siehst du, Ei, bis zu Haus, wie Zack versprochen hat. Jetzt, Zeit, dass Zack geht. Sei brav, Zack wird dich vermissen. Wiedersehen, Eichen. Warte mal, Zack, da. Oh, Ei schlüpft aus. Cool, das will ich sehen. Oh. Ei. Du jetzt kein Ei mehr. Du ein Baby-Trachosaurus.
Du bist so süß. Baby Trachosaurus! Sieh mal, deine Mami ist da und sie freut sich unheimlich, dich zu sehen. Zack, das hast du toll gemacht, dass du das Kleine nach Hause gebracht hast. Oh, Zack hätte nicht geschafft, wenn Zack nicht Freunde hätte. Schlag ein, mein Freund. Oh, Zack. Ich glaube, der Baby Trachosaurus will sich bei dir bedanken. Ist gern geschehen. Oh, der Baby-Trachosaurus gibt allen Dankeschön-Küsschen. Ist das nicht süß, Crusher? Eklig. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann dicke, feuchte Küsse. Nein, danke. Igitt, feuchter Kuss. Eklig. Oh, wow. Guck mal, wie winzig wir sind. Ich bin eine superstarke Ameise. Ja. Grashüpfer Zack, hüpf hoch. Kommt alle mit. Da wir jetzt winzig klein sind, können wir nachsehen, was sich hinter der Tür verbirgt. Wow. Das ist ja eine Insektenstadt. Das sind aber viele Insekten. Hallo, ihr! Willkommen in unserer Stadt. Danke. Seht mal, der blaue Käfer lenkt den Verkehr. Und der Schmetterling liefert die Post aus. Auf zum nächsten Haus. Gucci, 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 Gu. Gucci, Gucci, Gu. Was machen denn diese Glühwürmchen da? Hallo, Glühwürmchen. Oh, hallo, ihr! Ein herrlicher Tag, um mit unserem Ei spazieren zu gehen. Habt ihr schon jemals ein so niedliches Ei gesehen? Noch nie. Hui, das kleine Glühwürmchen-Ei leuchtet sogar. Wir können es kaum erwarten, dass unser Baby endlich schlüpft. Ja, Gucci, Gucci, Gucci. Oh. Echt stürmisch heute. Ah. Oh nein. Unser Ei. Keine Sorge, Glühwürmchen. Wir holen das Ei zurück. Seht mal, da rollt es. Wir kommen ein. Hui, hier drin sind aber viele Bienen. Das muss eine Honigfabrik sein. Seht nur, das Ei ist da drüben. Nein, das Ei ist im Honig gelandet. Und es schwimmt auf ihm davon. Wir müssen dem Ei folgen. Ach, Rostfleck. Die Rutsche teilt sich in zwei Richtungen auf. Und wir wissen nicht, in welche Richtung das Ei ist. Das kann ich euch sagen. Es ist auf der Rutsche mit den Zickzackkurven und einem Looping und einem Höcker. Seht genau hin. Welche Rutsche hat Zickzackkurven, ein Looping und einen Höcker? Die blaue Rutsche. Richtig. Oh, Zack sieht das Ei. Oh, es ist in einer großen Maschine gelandet. Oh, oh, das ist eine Honigpressmaschine. Eine Honigpressmaschine? Oh nein, das Ei! Ameise Blaze, kommt und rettet dich! Ich muss die Honigpressmaschine aufhalten! Super Ameisenkraft! Jaha! Wir haben's geschafft! Gut gemacht, Blaze. Das Glühwürmchen-Ei ist jetzt in Sicherheit. Das ist ja lustig. Das Ei knackst. Das Ei hat einen Knacks. Wir müssen das Ei sofort seinen Eltern zurückbringen. Super schnell mit Turbo Speed.
damit wir super schnell fahren können, ruft: Gib Speed! Gib Speed! Sie sind wieder da! Und sie bringen unser Ei zurück! Gerade noch rechtzeitig. Seht ihr? Unser Ei, es schlüpft aus. Oh. Mama. Papa. Oh. Oh. Wie süß. Unser kleines Baby. Wir sind so glücklich, dass du endlich da bist. Zack, AJ, Blaze, vielen Dank für eure Hilfe. Hat unseren Namen gesagt. Oh, wir lieben dich, kleines Glühwürmchen. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Also dann, Teilnehmer, auf die Plätze. Fertig. Kommt vom Berg, kommt aus dem Tal, ganz egal, ob ihr nun fliegt oder schwimmt. Kommt alle mit, schließt euch an in großer Zahl. Alle Tiere helfen bestimmt. Gebt Gas! Tiere, kommt! Oh yeah! Gebt Gas! Gebt Gas! Ich sage, gebt Gas! Gebt Gas! Es wird Zeit, dass der listige Gepard sich die listigste List aller Zeiten ausdenkt. Diesmal brauche ich eine super einschläfernde Schlafliedmaschine. Die Musik von meiner Schlafliedmaschine wird die anderen Rennfahrer sofort in einen Tiefschlaf versetzen. Wo kommt denn diese Musik her? Ich weiß nicht. Aber irgendwie fühle ich mich plötzlich so unheimlich schläfrig. Ich mich auch. Ich glaube, ich mache auch ein Nickerchen. Blaze, pass auf! Rostfleck, die Musik von Crushers Schlafliedmaschine versetzt alle unsere Freunde in einen Tiefschlaf. Wir können unsere Freunde nur aufwecken, wenn wir ein Geräusch machen, das lauter ist als Crushers Maschine. Augenblick mal. Ich weiß etwas, das super laut ist. Das Brüllen einer Großkatze. Ja. Großkatzen haben ein besonderes Brüllen, mit dem sie andere Katzen rufen. Und das Brüllen eines Löwen ist so laut, dass man es bis zu 8 Kilometer weit hören kann. Okay, Schlafliedmaschine. Mal sehen, ob du lauter bist als das. Blaze brüllt mit Lautstärke 3 und die Schlafliedmaschine hat Lautstärke 2. Welche Zahl ist größer? 3 oder 2? 3! Ja! Das heißt, das Brüllen von Blaze ist lauter als die Maschine. Seht mal, unsere Freunde wachen auf. Guten Morgen, alle Mann. Oh Mann! Die Schlafliedmaschine wird lauter. Sie spielt jetzt mit Lautstärke 6 und Blaze brüllt mit Lautstärke 3. Welche Zahl ist größer, 3 oder 6? 6! Die Einschlafmusik ist also lauter als das Brüllen von Blaze. Zeit für ein Nickerchen. Gute Nacht. Und jetzt schlafen die Tiere wieder ein. Wir brauchen den lautesten Brüller aller Zeiten, um unsere Freunde aufzuwecken. Brüllt mit mir zusammen, super laut! Brüllt! Wow! Jetzt brüllt Blaze mit Lautstärke 10 und die Schlafliedmaschine steht auf 6. Welche Zahl ist größer? 10 oder 6? 10, ja! Das heißt, Blaze ist lauter! Ja! Ich hatte einen ganz seltsamen Traum. Freut mich, dass ihr alle wieder wach seid. Danke, Blaze. Du hast uns vor der Schlafliedmaschine gerettet.
Tja, ich hoffe, ihr habt euch gut ausgeruht. Denn wir brauchen jetzt unsere ganze Energie, wenn wir Crusher noch einholen und das Rennen gewinnen wollen. Okay! Ja. Los, Freunde! Folgt mir! Damit meine Tierfreunde und ich super schnell fahren können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Gleich habe ich das Ziel erreicht. Jetzt kann mich keiner mehr einholen. Yeah. Und schon gar nicht diese 5 Rentrucks, die immer mehr aufholen. Warte, was? Habe ich gewonnen? Ja! Hurra! Wow! Ich kann's nicht fassen! Was für ein spannendes Finale eines fantastischen Rennens! Juhu! Juhu! Klasse gemacht, Leute! War echt ein super Rennen! Mal sehen. Schauen wir gemeinsam nach, wie es dem Einhorn Violett geht. Bitte, tapfere Ritter, ich muss aus dieser Blase rauskommen und zurück zu meinen Freunden nach Hause. Keine Angst, Violett. Blaze und ich sind schon auf dem Weg. Ritter, auf zur Rettung! Blaze, Achtung! Eisbrocken voraus! Das war knapp. Oh Mann, wenn wir zu Violett wollen, müssen wir an diesen eisspuckenden Bergen vorbei. Ich weiß wie. Wir könnten doch etwas dafür bauen. Etwas, das uns zwei über die Berge fliegen lässt und das Eis schmilzt. Ja, bauen wir doch einfach einen feuerspuckenden Drachen. Ich bin eine feuerspuckende Drachen-Monstermaschine. Gemacht, Drache Blaze. Danke, AJ. Aber es gibt bestimmt noch mehr Eis. Passt mit auf. Wenn ihr noch irgendwo Eis seht, ruft Eis. Eis! Jetzt heizen wir ihn richtig ein. Drachenfeuer! Wir sind da, beim großen Blubberblasensumpf. Oh. Hilfe! Und das klingt nach Violett. Sie muss auf der anderen Seite des Sumpfes sein. Blaze, pass auf! Große Blubberblasen! Wir müssen aufpassen, sonst werden wir selbst noch in einer großen Blase gefangen. Hey, ich habe eine Idee! Jetzt als Ritter können wir sie platzen lassen. Du hast recht, Ritter AJ. Wir können unsere Schwerter benutzen. 1, 2, 3, 4, 5. Geschafft! Super gemacht, Ritter AJ. Ritter Blaze! Ritter AJ! Hilfe! Seht mal, da ist Violett. Aber der Wind pustet die Blase mit ihr weg. Mit, spring rein, AJ. Es wird Zeit, turbo schnell zu werden. Damit ich turbo schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! AJ. Oh, ist doch gern geschehen, Violett. Und nicht nur wir freuen uns, dass du in Sicherheit bist. Seht mal, da kommen die anderen Einhörner.
Violett. Jetzt, wo wir alle wieder zusammen sind, rollen wir nach Hause. Das ist eine tolle Idee. Und ich kenne den perfekten Weg, um dorthin zu kommen. Sieben Einhörner setzen ihre Magie ein und bilden eine Regenbogen-Rennstrecke. Kommt, Blaze und AJ, folgt mir! Ritter, auf zum Regenbogen! Ritter, schützen das Königreich, trotzdem jeder Gefahr. Ritter, sie erfüllen jede Mission, sie sind für uns da. Und jetzt machen wir Waffeln! Seht ihr? Die erste Waffel ist fertig! Kommt mit! Legen wir sie in die Bratpfanne des Roboters! Es funktioniert! Die Riesenwaffel hat eine Seite des Roboters schwerer gemacht als die andere Seite! Schnell! Backen wir weiter! Wir haben es geschafft! Ja! Tschüss, Riesenwaffeln! Endlich kann ich ins Dschungelhorn blasen und alle Tiere zu meinen Dienern machen! Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten! Oh, guck mal, Crusher! Riesenwaffeln! Riesenwaff-waff! Oh nein! Das Dschungelhorn rollt weg! Jungs, ich wittere da was. Ich glaube, es ist das Dschungelhorn! Wo ist das Dschungelhorn? Ja, da ist es! Oh, oh, aber es schwimmt davon und zwar schnell! Oh, mein Dschungelhorn! Wir können es nur noch aufhalten, wenn wir super schnell sind und mit Turbo-Speed fahren. Damit ich turbo-schnell fahre, ruft Gib Speed! Gib Speed! Wir holen es ein! Rostfleck, wir müssen das Dschungelhorn rausholen, bevor es den Wasserfall runterstürzt. Oh, daneben! Ich versuch's mal. Oh, so ein Rost. Oh nein, es ist gleich am Wasserfall. Beinahe hab ich es. Hier, Stripes, halt dich an mir fest. Haha, ich hab es! Oh, oh, oh. Oh nein, wir sind zu schwer, darum ist der Baum nicht mehr im Gleichgewicht. Um das Gleichgewicht auszugleichen, brauchen wir etwas auf der anderen Seite, das auch so schwer ist wie wir zwei. Das Dschungelhorn! Damit kann ich doch meine Tierfreunde rufen. Die können uns mit dem Gleichgewicht helfen. Es funktioniert! Da kommen die Frösche! Sehen wir mal, ob die Frösche genau das gleiche wiegen wie Blaze und Stripes. Visierblick aktivieren! Blaze und Stripes wiegen 11. Und die Frösche wiegen zusammen? Welche Zahl ist das? 3, ja! Aber 11 ist mehr als 3. Das reicht nicht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Nochmal, Stripes! Lass nochmal ins Dschungelhorn! Da ist der Panda-Bär! Wie viel wiegen die Tiere jetzt? Ja, 11! Sie wiegen genauso viel wie Blaze und Stripes! Na,
Also! Siehst du, deine Freunde haben den Stamm ins Gleichgewicht gebracht. Juhu! Ja! Danke, Freunde! Und jetzt alle Mann mir hinterher! Ohne euch hätte ich das Dschungelhorn nie zurückbekommen. Oh, gern geschehen. War doch klar. Ihr zwei seid die besten Freunde, die ein Tiger je haben kann. Hab ich recht? Wow, diese Insel ist der Hammer. Aber wie heißt sie eigentlich? Das ist die Insel der Tiere. Ihr mich schon erkannt? Ja, ich bin Bank der Elefant. Ich kann so coole Sachen, wie euch Pidgin nass zu machen. Ben der Gorilla heiße ich und ich stemm jedes Schwergewicht. Ich bin Falke und ich flieg so gern wie ein Blitz von Nana fern. Die Party hier geht grad erst los. Kommt alle mit, das ist ein Muss. Voll der Hit hier. Das als Wasser. Hey Affe, lass es krachen. Mit dem Greifschwanz pack ich locker jeden Ass. Hey Nashorn, was kannst du machen? Mit meinem Horn, da ramm ich wirklich jede Last. Wie ist dein Stil, Krokodil? Ja, mein Kiefer haut auch harte Bisse mit klein. Los Fröschlein, spring ins Ziel. Ich spring in das Ziel als Erster hinein. Ja, los, mach mit hier. Voll der Hit hier. Fleck. Irgendwer klaut den Tieren ihre Fähigkeiten. Aber wer würde denn so etwas bloß tun? Das finden wir mit meinem Helmvisier gleich raus. Oh oh, das ist Lizard. Er hat unsere Fähigkeiten gestohlen. Jetzt bin ich so stark wie ein Nashorn und wie ein Affe und wie ein Krokodil. Jetzt bin ich so stark wie alle Tiere. Oh nein! Lizard hat unsere Fähigkeiten? Was sollen wir jetzt tun? Keine Sorge, ihr Tiere. Wir holen euch eure Fähigkeiten wieder zurück. Wow! Ja, ihr könnt euch auf uns verlassen. Los geht's. Fahren wir so schnell wie möglich zu diesem Baumhaus. Pass auf, Blaze! Oh Mann, wir waren so nah dran, unsere Tierfähigkeiten zurückzuholen. Wir müssen uns doch irgendwie aus diesen Klapperschnappern befreien können. Nur ein Tier hat die Fähigkeit, sich aus so einer Falle zu befreien. Ein Löwe! Genau. Löwen haben einziehbare Krallen in ihren Pfoten. Wann immer sie wollen, können sie sie ausfahren und sie dann zum Klettern oder Jagen benutzen. Und zum Aufschneiden dieser Fallen wären sie ebenfalls ideal. Oh ja! Ich bin eine Löwen-Monstermaschine! Jetzt du, Stripes! Wuhu! Ich bin Super-Tiger-Stripes! Bereit, Super-Tiger-Stripes? Bereit! Dann zeigen wir diesen Typen jetzt, was Tiger und Löwen so alles drauf haben. Los geht's! Oh nein! Steht nicht so herum, ihr zwei! Werft noch mehr Klapperschnapper! Ja! Zeit, dass wir den Tieren endlich ihre Fähigkeiten wieder zurückbringen. Ja.
Mein Rüssel! Er funktioniert wieder! Wie schön, endlich wieder stark zu sein! Unsere Fähigkeiten sind zurück! Ja. Motorenstart klar, alle auf Position, auf die Plätze, fertig, los! Tja, guten Rutsch noch, Blaze! Guten Rutsch! Oh Mann, jetzt sind uns alle anderen Rennwagen weit voraus! Keine Bange, AJ, so ein kleiner Schneeball wird uns doch nicht aufhalten. Wir benötigen nur ein wenig Turbo-Speed. Damit wir turbo-schnell werden, ruft Jeep Speed! Jeep Speed! Motor an und auf geht's! Wir geben richtig Gas! Wir fahren richtig schnell! Das macht riesen Spaß! Los komm! Los komm! Volle Pulle an den Start! Mach mit! Mach mit! Damit Blaze kommst du in Fahrt! Ja, Blaze, geht's! Oh nein, der Kerl darf mich nicht überholen. Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Oder ich sorge dafür, dass diese Eisbären ihn für mich aufhalten. Hallo, ihr Eisbären. Zeit für euch aufzuwachen. Ganz ruhig, lieber Eisbären. Nette, brave Eisbären. Oh, nein. Hey, was war das? Rostfleck. Darrington steckt in Schwierigkeiten. Darrington, hierher, schnell. Danke, Jungs. Gern geschehen, Darrington. Die Frage ist, wie wir hier wieder rauskommen. Hey, seht euch das an. Eine Eisbahn. Toll! Die bringt uns zurück ins Rennen. Ja! Komm mit, Darrington. Mir nach. Jaha! Vorsicht, Jungs. Die Eisbahn teilt sich da vorne. Wie es aussieht, führt die eine Bahn weiter und die andere Bahn führt zu einem... Eisbären! Ah! Oh Mann, wir müssen uns unbedingt vom Eisbären fernhalten. Welche Bahn führt nicht zum Eisbären? Die lila Bahn oder die orangefarbene Bahn? Die lila Bahn, ja! Jungs, gleich sind wir aus der Höhle raus. Aber es klingt, als müssten wir noch an einem weiteren Eisbären vorbei. Welche Bahn sollen wir nehmen? Die gelbe Bahn oder die blaue Bahn? Die blaue Bahn! Der
Wir sind wirklich ein klasse Team. Du sagst es, wenn wir zusammenhalten, kann uns nichts aufhalten. Rennwagen, drückt auf die Tube! Gut gemacht, Jessie. Wow, ich glaube, beim Ballholen hat sie sich etwas schmutzig gemacht. Das macht nichts. Sie wird sehr gerne gebadet. Das stimmt doch, Jessie. Du hattest recht, Gabby. Sie badet wirklich gern. Jessie! Oh oh, die Flasche mit dem Badeschaum ist umgekippt. Und über der Wanne bilden sich jetzt riesengroße Seifenblasen. Jessie? Wo steckst du? Rostfleck! Seht nur! Sie fliegt in einer von den Riesenseifenblasen davon. Jessie! Mein armes Hündchen! Ich muss sie sofort retten. Halte durch, Jessie! Wir kommen! Jessie! Wenn ich doch nur wüsste, wohin Jessie geflogen ist. Mach dir keine Sorgen. Wir helfen dir, Jessie zu finden. Visierblick aktivieren. Könnt ihr Jessie hier bei den Blumen entdecken? Nein, suchen wir woanders. Seht ihr Jessie da bei dem großen Wasserfall? Ja, da ist sie. Rostfleck, Jessies Seifenblase ist zerplatzt. Jetzt sitzt die Arme mitten in dem Wasserfall fest. Beeil dich, Blaze. Ich will schnell zu dem Wasserfall und mein Hündchen retten. Jessie! Hab keine Angst, Jessie. Wir retten dich, Kleine. Ich verspreche dir. Hey, ich sehe was, womit wir sie retten können. Da! Wir können mit einem der Bungee-Seile runterspringen und uns dann mit Jessie hochziehen lassen. Ja, seht mal hier. Bungee-Seile sind nämlich sehr elastisch. Deshalb kann man sie sehr lang ziehen. Danach ziehen sie sich wieder zusammen, wie sie waren. Um Jessie zu erreichen, brauchen wir ein Seil, das sich sehr lang ausdehnen kann. Es muss 9 Meter lang werden. Probieren wir das rote aus. Lässt sich das Rote bis zur Zahl 9 ziehen? Ah, ah. Es reicht leider nur bis zur 7. Das ist auch nicht lang genug. Jessie! Oh, oh. Jessie kann nicht mehr lange auf dem Vorsprung bleiben. Er bröckelt langsam ab. Halte durch, Jessie! Macht mit. Probieren wir, ob uns das grüne Seil bis zu Jessie runterbringt. Lässt sich das Grüne bis zur Zahl 9 lang ziehen? Ja! Wir kommen, Jessie! Zeig, wie elastisch du bist! Wuhu! Ich hab dich, Jessie! Oh, ich hab dich auch lieb, Jessie. Du bist das Allerliebste, das es gibt. Hey, Gabby, jetzt wo Jessie wieder da ist, wie wär's, wenn wir zusammen was spielen? Also ich glaube, Jessie gefällt die Idee. Ja, komm dann los, Jessie. Lass uns spielen. Wir drehen durch, ganz ohne Furcht, das ist nicht schwer. Auf geht's! Wir haben Spaß und geben Gas, ja schau mal her. Und sing ein Lied. Los, komm, gib Speed! Okay, Stuntkätzchen, bist du bereit? Ja, miau, miau! Dann geht es jetzt los! Ross,
Mist! Darrington fliegt einfach auf diesem riesigen Hotdog-Ballon davon. Oh, die Kleine macht sich große Sorgen um Darrington. Alles okay, Stuntkätzchen. AJ und ich sind da, um zu helfen. Ja, wir helfen dir, Darrington zu retten. Wir müssen nur schnell genug sein, um den Hotdog-Ballon einzufangen. Ja! Ja! Komm mit, Stuntkätzchen. Los geht's, wir retten unseren Freund. Oh oh, der Hotdog-Ballon fliegt mit ihm weit raus aufs Wasser. Um ihn einzuholen, brauchen wir jetzt etwas, das uns schnell über das Wasser bringt. Hey, ich weiß auch schon was. Ein superschnelles Speedboot. Die sind sehr leicht und haben zwei kräftige Motoren. Damit gleiten sie superschnell über die Wasseroberfläche. Oh ja! Ich bin eine superschnelle Gleitspeedboot-Monstermaschine! Du hast recht, Stuntkätzchen. Da ist Darrington. Sein Ballon fliegt ganz schön weit oben. Um ihn zu retten, müssen wir irgendwie da hochkommen. Hey, ich glaube, Stuntkätzchen hat eine Idee. Wow. Cool. Stuntkätzchen benutzt einen Fallschirm, der sie sehr hoch in die Luft zieht. Ja, das nennt man Parasailing. Stuntkätzchen, du bist da. Oh, tausend Dank, ich. Oh nein! Stuntkätzchen möchte Darrington retten, aber sie fliegt nicht hoch genug, um ranzukommen. Keine Sorge, ich weiß, wie wir den Fallschirm höher fliegen lassen. Wir müssen nur mit unserem Boot schneller fahren. Und dafür müssen wir beschleunigen. Ja! Damit Blaze schneller wird, ruft beschleunigen! Beschleunigen! Es funktioniert! Wenn ich schneller werde, fliegt der Fallschirm viel höher! Fliegt Stuntkätzchen genauso hoch wie Darrington? Nein, noch nicht! Sie muss noch höher fliegen! Oh, hilft mir, Stuntkätzchen! Damit Stuntkätzchen höher fliegt, müssen wir noch schneller werden. Ruft beschleunigen! Beschleunigen! Fliegt Stuntkätzchen jetzt genauso hoch wie Darrington? Ja! Stuntkätzchen! Sie hat's geschafft! Oh, Stuntkätzchen, du bist wirklich das mutigste Mietekätzchen auf der ganzen Welt! Miau, miau, miau! Und jetzt alle mal gut festhalten, da wartet noch eine Show auf uns! Ja! Los geht's! Wow! Aber wenn ihr die großen Loopings und den Riesensprung schaffen wollt, dann müsst ihr super schnell sein! Gut, dass wir Power zum Beschleunigen haben und super schnell werden können! Wir benutzen Turbo Speed. Seid ihr alle dabei? Fahren wir alle gemeinsam. Ja! Damit wir turbo schnell werden, ruft Gib Speed. Gib Speed. Sprung, Leute! Du hast recht, Stuntkätzchen. Ich fand auch, der Sprung war perfekt. Dinosaurier-Teams, auf die Plätze! Fertig! Los! Oh, ich kann es kaum erwarten, über die Ziellinie zu fahren und den Dinosaurier-Pokal zu gewinnen. Und Pinky, was machst du da?
Tja, weißt du, ich übe, mein Hinterteil zu benutzen. Dein Hinterteil? Oh ja, Dinosaurier benutzen ihr Hinterteil, um sich vor gefährlichen Dingen zu schützen, wie anderen Dinosauriern und Krokodilen und Hosen. Hosen? Unsinn. Dinosaurier müssen sich keine Sorgen machen wegen Hosen. Oh nein, das klingt ja nach Blaze und Zack. Oh, das ist nicht fair. Ich will das Dino-Derby gewinnen. Ich will das Dino-Derby gewinnen. Ich will das Derby gewinnen. Wow, wartet mal, Dinosaurier-Team. Hört ihr das? Woher kommt dieses Grollen? Oh, Zack weiß, das Geräusch von Boden, der einbricht. Oh, das ist nicht gut. Kolbenfresser, wir sind in einer unterirdischen Höhle gelandet. Sieht aus, als hätte euer Team da ein höhlisches Problem. Versteht ihr? Ihr steckt in der Höhle. Team gewinnt nicht, wenn Team hier unten festsitzt. Hey, keine Sorge, Zack. Wir finden einen Weg hier raus. Oh, seht! Trachodactylus fliegt aus Höhle raus. So ein Rost. Das heißt, dass hier vielleicht noch mehr von denen in der Höhle leben. Und wenn wir die irgendwo finden, können sie uns doch herausfliegen. Oh, Zack weiß, wie wir mehr finden. Zack benutzt Koordinaten. Ja! Visierblick, zeig uns Koordinaten, um einen zu finden. Die Koordinaten sind 3 und 4. Wir fangen mit der Zahl 3 an. Zählen wir 3 Höhlen zur Seite. Zählt mit uns. 1, 2, 3. Gut. Und die zweite Zahl ist 4. Also zählen wir 4 nach oben. Zählt mit. 1, 2, 3, 4. Oh ja! Mit Hilfe der Koordinaten haben wir einen gefunden. Oh, Trachodactylus, kannst du Zack mitnehmen? Das war's! Danke, Trachodactylus. Macht mit, suchen wir den letzten Trachodactylus. Die Koordinaten sind 4 und 6. Zählt bis 4 mit mir. 1, 2, 3, 4. Ja! Und jetzt zählen wir 6 nach oben. Zählt mit mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, Trachodactylus! Könntest du mich hochfliegen? Für eure Hilfe, Flugsaurier. Tschüss, Freunde. Aber die dürfen mich jetzt nicht mehr überholen. Ich brauche die letzte Mogelei. Sowas wie. Wie das? Haha. Ich hoffe, Blaze und Zack sind Dino-lausige Verlierer. Das Dinosaurier-Tor. Es schließt sich. Oh, oh. Und schnell. Der einzige Weg, durchzukommen, bevor das Tor unten ist, ist ein superschneller Turbo. Es wird Zeit für Dinosaurier-Turbo-Speed. Damit wir Turbo schnell fahren, ruft Gib Speed! Gib Speed! Die Sieger des Dino-Derby sind Blaze und Zack! Wir haben es geschafft, Zack! Wir haben gewonnen! Blaze, AJ, ihr beste Teamkameraden, die ich je hatte! Woohoo! Es funktioniert! Großartig! Wir haben es geschafft! Super!
super gemacht, Blaze. Ich wusste, du kannst das. Danke, AJ. Aber ohne dich wär's nicht gegangen. Du bist der beste Freund, den ein Monster Truck jemals hatte. Beste Freunde schaffen eben alles. Die Melodie bedeutet, dass das Rennen gleich anfängt. Wir müssen schnell zurück zum Start, bevor es zu spät ist. AJ, drück auf die Tube! Der Sieg gehört schon mir, denn Blaze ist ja nicht hier. Dann wird's dich überraschen, sehr, denn der Blaze kommt wieder her. Da ist Blaze! Er ist gerade noch rechtzeitig zurück, um beim Rennen zu starten. Oh ja! Viel Glück, Blaze! Hey, Crusher, hast du mich vermisst? Renntrax, startet die Motoren! Wer als Erster durch die Ziellinie oben auf dem Drachenberg fährt, gewinnt! Ha! Und das bin auf jeden Fall ich! Das werden wir ja gleich sehen, Crusher. Auf die Plätze! Fertig! Los! Blaze! 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 Los, Crusher! Ich weiß auch schon wie. Ich werde schummeln. Ein letztes Mal. Achtung! Puh, das war knapp. Sieht aus, als ob ich der Erste wäre an der Ziellinie. Niemals. Wir können ihn immer noch einholen. Komm schon, Blaze. Es wird Zeit für den Turbo Speed. Du sagst es, AJ. Jetzt brauche ich eure Hilfe, damit Blaze super schnell fahren kann. Ruft, gib Speed. Gib Speed. Da ist die Ziellinie. Jetzt kann ich nicht definieren. Hi. Blaze und AJ gewinnen. Das ist ja unglaublich. Was für ein Rennen, Leute. Blaze und AJ sind die Sieger. Ja, Crusher dachte, wenn er schummelt, gewinnt er. Aber er hat dabei eins vergessen. Beste Freunde schaffen alles. Blaze, guck mal. Da ist ein riesiges Matschfeld. Und mittendrin steckt Zack. Zack, noch immer hier. Oh Mann, wir müssen Zack schleunigst aus dem Matsch rausziehen. Kommt mit, wir müssen mit Turbo Speed fahren, damit wir super schnell dort sind. Damit ich Turbo schnell fahren kann, ruft, gib Speed! Gib Speed!
Aber Blaze, wie sollen wir denn zu Zack kommen? Wir können doch nicht durch den Matsch fahren, sonst bleiben wir auch stecken. Ich weiß. Deshalb müssen wir uns wieder was einfallen lassen. Wir müssen uns eine Methode überlegen, wie wir zu Zack kommen, ohne den Matsch zu berühren. Blaze, wie wär's, wenn du so große Flügel hättest wie die Flugsaurier? Dann könntest du zu Zack rüberfliegen und ihn rausziehen. Ja, lasst uns überlegen, wie man Flügel baut, damit ich wie ein Flugsaurier fliegen kann. Als Grundlage brauchen wir ein Gerüst, das den Flügeln ihre Form gibt. Um das Gerüst zu bauen, ruft Gerüst! Gerüst! Gut! Jetzt bespannen wir es mit einer superleichten Folie. Die superleichte Folie drückt gegen die Luft und hilft uns beim Fliegen. Um das zu bauen, ruft superleichte Folie! Superleichte Folie! Jetzt bin ich eine Flugsaurier-Monstermaschine! Tolle Flügel, Blaze. Probieren wir sie mal aus. Ich kann fliegen! Fantastisch! Unser Entwurf funktioniert. Kommt mit! Jetzt ziehen wir Zack aus dem Matsch! Matschblasen. Wartet, sagte er gerade Matschblasen? Oh, wir müssen den matschig-pappigen Matschblasen ausweichen. Helft mir auszuweichen, damit ich nicht getroffen werde. Wenn ihr Matschblasen aufsteigen seht, ruft Matschblasen. Matschblasen! Super ausgewichen! Macht euch bereit, gleich kommen noch mehr Blasen. Jedes Mal, wenn ihr welche seht, ruft Matschblasen. Matschblasen! 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 Blaze, guck mal! Zack ist direkt unter uns! Hier, Zack! Halt dich fest! Blaze, du fliegst ja! Und jetzt fliegt Zack hoch! Ja! Wir haben's geschafft, Zack! Jetzt bist du in Sicherheit! Guck mal, da unten sind deine Dinosaurier-Freunde! Hallo, Dinosaurier-Freunde! Zack ist auch froh, wieder bei euch zu sein. Nur dank Blaze und AJ haben Zack gerettet. Hab ich doch gern gemacht.